Hallo und herzlich willkommen in der mystischen Welt. Unser Thema heute in der Reihe Europäische Prophezeiung ist die sogenannte Pythia vom Rhein, Madame Buchela. Der bürgerliche Name der am 12. Oktober 1899 in Hunsrath geborenen und am 8. November 1986 in Bonn verstorbenen Wahrsagerin von Bonn war Margarete Gussantier, geborene Meerstein. Ihren Angaben zufolge wurde sie auf einem Feld unter einer Buche geboren, was ihren Künstlernamen erklärt. In einem Fernsehinterview Anfang 1953 gab sie jedoch eine weniger mystische Erklärung, dass ihre Lehrer ihr den Spitznamen Buchela gaben, weil sie in der Schule so viele Bucheckern aß. Ihr Vater war Hausierer, daher reiste sie als Zigeunerkind durch das Land. Sie behauptete, ihr Talent zur Wahrsagerei entdeckt zu haben, als sie den Tod ihres Bruders Anton vorhersagte. Nachdem sie ihre Kindheit in einem Waisenhaus verbracht hatte, heiratete sie Adam Gussantier. Viele ihrer Familienmitglieder wurden in Konzentrationslager inhaftiert und als Zigeuner von den Nationalsozialisten ermordet. Sie selbst entging der Verfolgung, vielleicht wegen des französisch klingenden Nachnamens ihres Mannes, der am Ende des Zweiten Weltkriegs als Soldat der Wehrmacht fiel. Nach dem Krieg lebte sie zunächst in Stotzheim, später an der Ahr und ab 1961 in Remagen, wo unter anderem angeblich Konrad Adenauer zu ihren Besuchern gehörte, dem sie bereits den Wahlsieg von 1953 vorhergesagt haben soll. Hierfür gibt es jedoch keine Belege. In Remagen und Umgebung erlangte sie bald den Status einer lokalen Berühmtheit. Die teuren Autos, mit denen die Ratsuchenden vor ihrem Haus dem Vermächtnis einer dankbaren Kundin vorfuhren, trugen zu Spekulationen über die Namen der in- und ausländischen Politiker bei, die angeblich ihre Kunden waren. Für ihre Prophezeiung zitiere ich aus der englischen Version des Buches Buchela, ich aber sage euch, das Vermächtnis der großen Seherin. In den nächsten zwei Jahrzehnten werden die Kirchen zerfallen. Es gibt fast keine Priester mehr, die nur noch für die Menschen da sind. Diejenigen in schwarzen Gewändern sind zu Sklaven derer geworden, die Geld von ihrem Lohn nehmen und im Gegenzug spirituelle Unterstützung versprechen. Und sie werden es in den kommenden Jahren noch mehr werden. Die Priester mit gutem Herzen und Demut vor Gott müssen sich den Befehlen der kirchlichen Geldmänner unterwerfen. Gott und Kirche sind heute schon zwei verschiedene Dinge. Sie werden sich noch weiter voneinander entfernen. Dies gibt ihnen nicht das Recht, dem Schöpfer nicht zu glauben und ihn zu leugnen. Baue deine eigene Kirche in deinem Herzen. Bete zu Gott, denn er existiert. Sie müssen der Kirche nicht gehorchen und der Kirche nicht vertrauen. Glaube und bete. Lassen Sie sich von niemandem Böses vorwerfen, wenn Sie nicht dem Läuten der Glocken folgen und nicht zu den Kultstätten gehen. Gott wurde aus Geldgründen von seiner eigenen Kirche im Stich gelassen, aber Gott hat uns nicht verlassen. In den nächsten Jahren werden sich die Kinder von den Eltern, die Eltern von den Kindern trennen. Frau und Mann werden sich nicht mehr verstehen. Die einzige Stütze wird der Glaube sein, der die Menschen dazu bringt, mit ihrem Nächsten zu sprechen und ihn zu versöhnen. Um geistig zu überleben, müssen wir daran festhalten. Diejenigen, die sich um dich kümmern, werden mit deinem Geld Paläste und Burgen bauen und sie werden so viel Geld haben, dass sie zu den mächtigsten der Welt gehören werden. Könige müssen zu ihnen gehen, um sich Geld zu leihen. Sie werden es den Königen geben und verlangen, dass sie von der Kindheit bis zum Tod ihrer Obhut anvertraut werden. Du wirst ihnen mehr als das Dreifache deines Geldes geben. Und wenn dir Ärger droht, wirst du wie Bettler vor den eisernen Türen stehen. Und sie werden dich beraten und beweisen, dass du Unrecht hast. Hüte dich vor dieser Macht. Der König wird und kann dich nicht davor schützen. Die Mieten werden ins Unermessliche steigen. Sie können damit rechnen, dass Sie in 10 Jahren fast die Hälfte Ihres Einkommens an diejenigen zahlen müssen, die Ihnen das Dach über den Kopf gebaut haben, denen die Mauern, das Land und das Grundstück gehören. Eure Könige, die ihr selbst gewählt habt, haben ihre Pflicht, den Bürgern Schutz zu gewähren, nicht erfüllt. Sie haben für sich selbst und ihren Geldbeutel regiert, aber nicht für das Volk.
Nur wer etwas tut, was seine Hände und Füße beansprucht, wird in den kommenden Jahren unbeschwert und sehr gut leben können. Diejenigen, die Brot backen, die Fleisch zubereiten, die Werkzeuge in den Händen halten und damit arbeiten, sie werden die Glücklichen sein. Sie haben sie fast davon überzeugt, dass nur ein sachkundiger Herr und eine gebildete Dame einen Unterschied im Leben machen können. Wissen und Bildung sind gut, sie geben den jungen Narren ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber dem älteren Narren. Aber kann man allein von Gefühlen leben und damit Brot und Salz und Wurst und Bier bezahlen? Ich sage dir, wenn Sie Ihren Kindern eine Freude machen möchten, lassen Sie sie etwas lernen, was sie mit ihren Händen tun können. Wenn Sie denken, dass Sie sie an Universitäten schicken müssen. Ja, aber zuerst müssen Sie einen Beruf erlernt haben, egal wie schmutzig und unterwürfig er Ihnen zunächst erscheinen mag. Denn wer mit dem Kopf arbeitet, wird immer weniger gebraucht. Die inneren Unruhen in Europa werden zunehmen. Sie werden es mit Menschen zu tun haben, die ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl ihren Willen durchsetzen. Das sind nur wenige, aber sie werden die großen Gruppen anführen. Und die Großen werden aus Feigheit schweigen und sich geehrt fühlen, weil die Kleinen Freund zu ihnen sagen. Sie werden niemals Meister der kleinen Kriege sein. Diebe und Brandstifter werden ihr Leben bestimmen. Raub wird ihnen vertraut sein und Mord wird ihnen keine Angst mehr machen. Ihre Richter sind mies. Sie geben ihre Schuld nicht mehr nach Recht und Gesetz, sondern um sich selbst im Amt zu halten. Es braucht viele, die hart für das bezahlen, was getan wurde, und viele, die überhaupt dafür bezahlen, was nicht getan wurde. Sie wollen und werden bald die größte Macht über sie und ihr Leben haben. Sie werden es mit willkürlicher Ungerechtigkeit zerstören, um sich für den König unersetzlich zu machen. Sie kümmern sich nicht um ihr Leiden, das sie als Strafe erhalten und das niemals durch ihre Schuld ausgeglichen werden kann. Nicht die Könige, sondern die Richter werden die Herren sein, von deren Gnade ihr Leben abhängt. Aber das Wort Gerechtigkeit werden sie um ihrer selbst willen vergessen haben. Dann folgt vom Buch Hela eine Passage, welche hinsichtlich der aktuellen geopolitischen Lage und Spannungen in Europa mit Blick auf die USA momentan von großer Wichtigkeit sein könnte. Man kann die einfachen jenseits des großen Wassers Freunde nennen, aber nicht die Großen. Schauen Sie in Ihre Bücher und Sie werden erfahren, dass die Großen bisher jeden verraten haben, der sich als Freund bezeichnete und so empfand. Die Freundschaft mit den Erhabenen und das Vertrauen, das du ihnen entgegenbringst, wird dir bitter schaden. Geben sie ihren Nachbarn die Hand und halten sie sie fest, auch wenn der Druck ihrer Hand aufgrund des erlittenen Leids noch nicht so fest ist. Die Fernen werden dir nicht zur Seite stehen, wenn du in Not bist und nach ihnen rufst. In Buchelas Buch gibt es noch einen Artikel, welcher sich mit der Thematik der Kollektivschuld Deutschlands befasst. Diese Thematik kann und werde ich leider in diesem Video nicht aufgreifen können. Liebe Freunde, das war's für heute mit dem Thema Buch Hela. Wenn ihr keine weiteren europäischen Prophezeiungen verpassen wollt, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, lasst einen Kommentar da, liked die Videos und habt einen schönen Tag oder Abend.